Mindener Tageblatt. Der wichtigste Faktor für mich im Hintergrund ist immer noch der Mensch. Weil der hat am meisten Einfluss auf die Kaffeequalität zum Schluss. Bei mir war es so, ich war einfach leider jung und brauchte das Geld und habe angefangen, in der Kaffeebar zu arbeiten, nebenbei zur Schule, und habe dann irgendwann auch gemerkt, dass Kaffee nicht immer nur bitter und sauer sein muss, sondern kann auch gut schmecken. Und dann kam irgendwann Liebe zum Detail und diese ganze Arbeit hinten dran. Anfangen gießen. Als ganz einfache Grundregel Kaffee: gutes Wasser, gute Bohnen, frisch mahlen. Und definitiv nicht zu heiß brühen. Ich würde nicht unbedingt jetzt dazu raten, Mineralwasser zu nehmen, weil Mineralwasser kann sehr viel Kalk haben. Aber einfach bewusst ein Wasser zu nehmen, wo wenig Kalk drin ist, oder wirklich mit dem Wasserfilter für zu Hause zu arbeiten. Das ist ein guter Punkt, wo man mit anfangen kann. Latte Macchiato, oder? Cappuccino. Okay, Latte Macchiato. Zu Hause. Da weiß ich, dass er gut ist.